Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Mein Name ist Heinrich Reisinger und ich bin Lehrer an der Johannes Brahms Musikschule in Mürzzuschlag für Trompete und Klavier. Ich möchte euch in den nächsten paar Minuten meine beiden Instrumente etwas näher bringen, vorstellen und euch einen kleinen Einblick in meine Arbeit verschaffen. Und wir legen auch gleich direkt drauf los. Und zwar mit meinem ersten Instrument, der Trompete. Die Trompete ist ein Blechblasinstrument und wie der Name schon sagt, muss man durch dieses Ding durchblasen. Die Trompete ist vielfältig verwendbar in unterschiedlichsten Musikstilen und ich möchte auch gleich mit dem ersten beginnen. Schon vor langer Zeit, in der Zeit der Klassik, war die Trompete zwar noch nicht in dieser Form bekannt, aber es wurden schon Trompetenkonzerte geschrieben und eines davon, beziehungsweise einen Teil daraus, möchte ich euch nun zu Gehör bringen, und zwar einen Teil aus dem ersten Satz des Trompetenkonzerts von Joseph Haydn. Viel Spaß! So viel zum Trompetenkonzert von Haydn und wir gehen gleich weiter zum nächsten Musikstil, in der Blechblasinstrumente besonders wichtig sind. Dazu brauche ich aber jetzt vorerst einmal ein paar Utensilien. Und zwar diesen Hut und ein Flügelhorn. Ein Flügelhorn sieht ähnlich aus wie eine Trompete, aber doch nicht ganz gleich. Das Flügelhorn ist etwas dicker, vom Rohrdurchmesser die Trompete etwas dünner. Dadurch klingt das Flügelhorn auch dumpfer und voller als die Trompete. Das Flügelhorn findet vor allem bei uns in der Blasmusik, aber auch in der Volksmusik Anwendung. Und dazu gibt es jetzt das nächste Beispiel, für das ich mir Verstärkung geholt habe. Eins, zwei, drei, vier. Thank you.
Ja, ich hoffe, ihr habt den Unterschied gehört zwischen Trompete und Flügelhorn und es geht weiter zum nächsten Stil. Ja, und dazu wechseln wir nochmal das Instrument und geben auch den Hut weg. Denn wir spielen jetzt Jazz mit der Jazz-Trompete. Die Jazz-Trompete schaut etwas anders aus, klingt aber ziemlich ähnlich wie die Trompete vorher. Ja, das waren die Art von Trompeten, Flügelhorn, Konzerttrompete und Jazztrompete. Und jetzt gehen wir zum Klavier. Ja, das Klavier, ihr seht hier mein Klavier, ein E-Piano. Jedes Klavier hat 88 Tasten, die gespielt werden wollen. Und natürlich ist auch das Klavier fast noch vielfältiger als die Trompete in unterschiedlichsten Stilrichtungen einzusetzen. Ich möchte euch jetzt auch hier noch ein paar Beispiele geben. Das erste aus einer klassischen Klaviersonate von Ludwig van Beethoven, ein Teil aus dem ersten Satz. Nicht zuletzt kann man das Klavier auch als Begleitinstrument benutzen und dazu auch noch ein kleines Beispiel. One, two, three. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river, so why? Can't stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river, so why? Can't stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Ja, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Geschmack gemacht auf meine Instrumente und ich hoffe auch, den einen oder anderen in der Musikschule zu treffen im Herbst. Bis dann, schöne Ferien!